Wenn Sie den Begriff Hip-Hop hören, dann denken vornehmlich wahrscheinlich die jungen Menschen, die Vorarlberg heute sehen, an harte Jungs mit dicken Goldketten um den Hals, Hosen, die bis in die Knie hängen und hämmernde Rap-Musik. Die 350 Schülerinnen und Schüler und Trainer der Tanzschule Floor Rock Kids haben gestern im Dornbirner Kulturhaus gezeigt, dass das gar nicht stimmt. Für sie ist Hip-Hop ein Lebensgefühl und hat mit den gängigen Vorurteilen gar nichts zu tun. Zusammen mit der Big Band Parasol aus Innsbruck haben sie gemacht, was sie am besten können, den Tanzboden gerockt. Hip-Hop zu Big Band-Klängen? Für die Floor Rock Kids kein Problem. Das ist eigentlich Tanz und Musik vereint. Wenn ein Saxophonist einen hohen Ton spielt, tanzen wir auch hoch. Die ungewöhnliche Verbindung kam heuer beim New Orleans Festival in Bregenz zustande. Die Parasol haben gespielt, wir waren im Publikum drin, haben getanzt. Die haben gleich das gespürt, wir haben das gespürt, dass da einfach was zusammengeht. Und dann haben wir uns gleich zusammengerufen und dann dieses Projekt innerhalb 4 Monaten auf die Beine gestellt. Mit großem Engagement sind auch schon die Kleinsten zu unglaublich akrobatischen Meisterleistungen fähig. Ob Anfänger oder Profi, gemeinsam haben sie eines. Die Liebe zum Tanzen. Wenn ich tanze, fühle ich eigentlich komplette Unabhängigkeit. Das ist eine künstlerische Freiheit, das heißt, es ist egal, wenn jetzt zum Beispiel noch einer herkommt und sagt, das war nicht gut, weil um Hip-Hop geht es einfach um Ausdruck. Halt fein und du lernst halt coole Sachen. Hip-Hop hat einen schlechten Ruf, zu Unrecht, wie die Floor Rock Kids überzeugt sind. Eigentlich das richtige Hip-Hop hat viel mit Liebe zum Tor, hat viel mit Connections zum Tor, hat viel mit Kultur zum Tor. Man lernt einfach so viele Leute kennen, auch weltweit natürlich. Tänze, es ist einfach wie so eine Einheit, sage ich mal, und es verbindet einfach. Und auch beim Hip-Hop gilt, ohne Fleiß kein Preis. Da braucht man viel Kraft und viel Zeit zum Üben. Was sagen die Mädels in der Klasse, wenn sie hören, du tanzt Hip-Hop? Ja, dann tun sie halt alle, sie tun halt alle sagen, dass sie voll cool sind. So tät ich als Skifahrer aussehen, als wahnsinnig schneidiger und flotter. So können Sie vielleicht aussehen ab Sonntag, denn dieser Helm von Alexandra Meisnitzer, Sie können sie wahrscheinlich auch noch sehen, persönlich signiert, wird bei uns in Radio Vorarlberg zugunsten von Licht ins Dunkel versteigert. Einziges Problem, wenn Sie dann damit Skifahren und es tätscht Sie vielleicht irgendwie an, dann müssen Sie schauen, dass Sie den Kopf drehen, nicht, dass die Meisnitzer-Unterschrift dann eventuell Schrammen bekommt. Also ab Sonntagnachmittag in Radio Vorarlberg mitsteigern für Licht ins Dunkel. Keine große Geldtasche und keine Versteigerung gibt es jetzt beim Wetter. Das Vorarlberg-Wetter wird Ihnen präsentiert vom Skigebiet Silvretta-Montafon und der VLV der Vorarlberger Landesversicherung.